Okay, da... Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt mal zwei, also zwei so eine Dinger. Ob wir jetzt schneller uns auf die Fresse packen als vorher? Ja, definitiv. Nee, ob uns... Ah, stimmt, bitte. Ob wir jetzt mehr Schaden machen oder nicht? Okay. Ist aber nicht schlimm. Weil wir ja trotzdem noch ganz entspannt hier nebenher fahren können. Solange wir uns nicht maulen, passt es. So, wie der da. Und durch den Gummiband-Effekt kommen wir ja an sich immer relativ schnell ran. Natürlich umso schneller. Die Motorräder, umso mehr machen die natürlich auch einen Fehler. Aber es ist halt schon ein Unterschied. Wenn ich ehrlich bin. Zwischen Level 4 und Level 5 von der Schnelligkeit her. Aber ich denke mal, da wird auch erstmal nur wieder kurzfristig eine Gewöhnungsphase sein. Um damit halt klarzukommen. Ah! Hat er mich doch früher runtergeknallt. Manchmal hätte ich schon ganz, würde ich ganz gerne mal eine Lebensanzeige von denen haben. Dass man sieht, hey, wie oft muss man denn den Dude treffen. Oh, das war mehr als so knapp. Wie oft müssen wir den Dude halt hitten? Bis er vom Motorrad absteigt. Oh, das war relativ knapp. Oh! Gerade so noch vom LKW reingekommen. Er schiebt mich da rein. Ich habe auch nicht hochgezogen, weil ich dachte, ja gut, ja. Das reicht vielleicht noch der Platz, um dazwischen durchzufahren, aber nein, war es nicht. Und er hat mich dann ja, einfach mal grandios reingeschoben. Einfach mal ein bisschen mal vom Gas. Ab und zu. Wer bremst, verliert. Wer Gas wegnimmt, verliert. Ja, in Rennspielen auf jeden Fall. Aber da musste es wirklich gerade sein. Da hätten wir so einen Hammer oder sowas gehabt. Oder was auch immer. Also hier gibt es halt echt viel zum Sammeln, wenn man ehrlich ist. So, hops. Kürzen einfach mal hier ein bisschen ab. Ah, vierter. Oh, hi. Die werden natürlich alle jetzt innen lang fahren. Jetzt haben wir aber eine schöne Rechtskurve. Hier halt Vorteil sind. 13 Meter. Ich muss mal gucken, wie weit die Strecken jetzt sind. Sind doch jetzt bestimmt schon auf 20 Kilometer ausgeweitet. 15 bis 20 Kilometer würde ich jetzt mal schätzen. Das war verdammt knapp. Ui, auch das war knapp. 100 Meter, sehr schön. Puh. Und da haben wir unsere Zielflagge. Und wir sind mit 20 Meter Vorsprung tatsächlich ins Ziel gekommen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Auch interessanterweise wirklich als erster. So, 5500 plus 55 Combat. Ja. Safe Game. Jawohl. 1600, Race 2. Rein da. Aktuell liegen wir noch ganz gut in der Zeit. Klar, ja. Sind wir 35 Minuten. Davon gehen bestimmt 6, 7 Minuten. Minuten irgendwie so weg. Glaube ich zumindest. Okay, zwei Hits, ich bin down. Okay. Einfach wegen des Nachspielen. Nur sei es, was war jetzt? Waren 7. Die 3 Nachversuche. Okay, da hat man gerade den Stöckchen gehört. Also diesen Laserstock oder was auch immer.
wie man es halt unbedingt nennen möchte. Ah, es zieht schon viel ab. Warum haben... Also, ja, ich habe zwei Waffen davon. Aber wenn die zwei gute... zwei gute Hits landen... Ja, okay. Ich wollte sagen, wenn die zwei gute Hits landen und ich weg bin, mit dem... mit der Rohrzange. Ernsthaft? Okay. Ich hab's überlebt. Wie auch immer. Ich hab's aber irgendwie geschafft. Fragt mich nicht. Ach, da bin ich vom Stick abgerutscht. Ach, Mann. Also manchmal ist der Stick echt undankbar. Muss man einfach so sagen. Na, mal gucken. So, hier können wir einmal wieder rausfahren. Das war einfach nur mal irgendwas. So, der ist fort. Ja, die können sich von mir aus so prügeln mit den Cops. Und mit dem Cop. Okay. Wie gesagt, ich möchte mich eigentlich vor allem jetzt nicht so wirklich mit denen anlegen. Danke. Okay. Nein, egal. Oh, da hätte ich aber nochmal abkürzen. Ich wollte halt abkürzen. Wieso bremst sich in solchen Fällen nicht? Verstehe ich nicht. Aber hey, zweiter. Passt soweit. Ernsthaft. Fünfter. Na gut, die Cops sind... haben sich selber alle gecrashed und das war einfach nur... Bumm. Strunzen. Bumm. Aber einmal... neue Cops. Bremsen. Wenn ich hier irgendwie noch als Dritter ins Ziel komme, ja dann... das mehr Glück als alles andere. Das muss man auf jeden Fall sagen. Mal Gas wegnehmen. Mal über die Grünfläche rüber. Vorsichtig. Also es wäre cool, wenn jetzt mal so langsam... was sagen. Wenn es kommen würde. Ah, fünfter. Ha! Egal, wir haben aber keine negativen. Wir haben Einnahmen. Ist okay. 16 Kilometer, 16,77 Kilometer übrigens. Also es wäre schlimmer gewesen, wenn mich ein Cop runtergeknallt hätte. Oder wir unser Motorrad geschnordet hätten. Ja, gut. Und zack. So, dann haben wir einen zumindest erstmal runter. Jetzt müssen wir uns halt ganz kurz mal wieder regenerieren. Na, schade. Ich dachte, ich krieg den einen noch reingedrängt in der... was war das? Laterne, Ampel, wie auch immer. Aber das wäre halt eine gute Möglichkeit gewesen. Mehr Leben. Ah, mehr Leben wäre halt geil gewesen in dem Moment. Mehr Energie. Hau ab. Ah, nein.
Okay. Ja, ich halt halt auch schon mir zu lange den C-Knopf nach unten. Also, ja, falsch. Ich nenn's mal falsch, hast den gelben Knopf nach unten. Fest. Au. Schön, schon wieder ins Gesicht bekommen. Ganz weit weg. Das wäre wieder wahrscheinlich so eine Nagelkeule. Obwohl, Nagelkeule wahrscheinlich nicht. Ja, ist okay. Flanagan. Nee, ja, Flanagan ist ein Fahrer, glaube ich. Ja. Oh. Kurve. Kurve. Dann mit dem Bürgersteig. Ja, dieser Schlenker war gerade gewollt, dass ich so ein bisschen weiter weg von den Cops bin. Die Cops sollen sich eher um die anderen Fahrer kümmern und nicht um mich. Aber so wirklich einen Vorteil habe ich tatsächlich nicht, dass ich da mal, ja, was heißt mal zwei, zweimal die Waffe habe. Oh, komm. So, zack. Nee. Mal bremsen. Genau. Genau, da ist das Spray. Genau das wollte ich haben. So. Dass ich halt so ein bisschen... Vielleicht die Leute nach auf Abstand halten kann. Oh, ich fahr noch. Aber. Na gut. Nee, das wird nichts. Obwohl, wenn wir noch ein paar Meter haben, können wir den ganzen Kram hier noch einholen. Und bei sowas maul ich mich, oder was? Oh. Also manchmal ist es schon arg komisch. Oh, einmal zwischendurch. Nimmt er. Mal reindriften. Da haben wir... Jetzt ein paar Meter. Nee, vierter. Oh, fuck. Gerade. Aber gut, da das jetzt schon relativ lange Rennen sind, sehen wir uns hier. Was ist das jetzt? Rennen Nummer 2, ne? Am Ende von Rennen Nummer 2, beziehungsweise zu Beginn Rennen Nummer 3 wieder. So, nach keine Ahnung wie viel Malen, weiter geht's mit Rennen 3. Alter, bestimmt 3 oder 4 Mal. Also insgesamt doch wieder 6, 7 Mal fahren müssen. Puh. Und dabei habe ich auch nochmal was gesammelt. Und zwar hier den Billardkü und davon habe ich 2 Stück gesammelt. Also, ne, wenn man mal irgendwo hinspringt oder sonst irgendwas, würde schon ganz gerne den Billardkü haben. Allein von der Reichweite. Ich weiß tatsächlich nicht, ob. Weil der Billardkü ist ja schon an sich. Also überlegt, was der für eine Reichweite hat. Ob das halt wirklich berücksichtigt wurde. Oder halt eben nicht. Dass der halt eine größere Reichweite hat. Wäre natürlich gut. Dann könnte ich mich halt ein bisschen mehr auf Abstand, nenne ich es jetzt mal, bewegen. Und nicht da irgendwie Vollgas rein, sag ich jetzt mal.